Hallo und herzlich willkommen wieder zu Iket Klar, Warlock Engineer, yes, yes. Engineer of Scryer, sorry. Ja. Das glaube ich auch gut. Wir clean die hier jetzt auf. Mit ein paar Wheelies. Dann ist die Fraktion schon ausgelöscht und wir haben den Short Victory sozusagen gemacht. Ja, noch nicht ganz. Das hier muss noch fallen. Dann zerstören wir das noch. Vielleicht hier noch ein bisschen was rekrutieren. Summon Clan Reds, genau. Irgend noch eine Unit für dich? Will ich dich hier mit Katapulten auf? Reicht. Komm, wenn ich da weiter. Wir haben die Money, aber nicht Discgrowth. Okay. Das war hier schon vorinstalliert. Machen wir doch trotzdem mal weiter. Bauen wir jetzt nicht weg. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein bisschen Protonia, das uns den Krieg erklärt hat. Ah, das wollte ich halt. Okay, dann klicke ich hier. Klicke ich. Dann schmeiße ich hier mal die Einsgaven Slaves raus und mache dafür dann Assassin da rein. Sollen wir die auch noch nerven? Ah, oh, sogar Trade. Na dann. Wenn du unbedingt mit uns traden willst. So. Kann ich schon. Magic Income. Clan Reds. Growth. Growth ist gut. Kann ich. Ah, ich kann's. So. Sehr speziell. Wo bist du denn? Ja, der kann auch nicht eine Armee der kann nicht eine Armee unterstützen, sondern den schickt man auf so ein Ding zu. Kann entweder ein Erdbeben machen, um so die Verteidigung zu stören, oder man kann eine andere City reinbauen. Und ich hätte lieber, dass du bei den Zwergen das machst. Das ist nerviger für die. Go, go, go. Candidate for weapons testing. Ring bell. Ich. Und rein. Zerstören wir es halt. Sonst ist ja alles gut. Oh, wir machen gerade ein bisschen Minus. Weil wir da ganz viele Katapulte haben, die ein bisschen was kosten. Aber 200 irgendwas, was die Katapulte kosten, ist ja immer noch sehr billig. Die Master Mundi gesehen haben, die Kampagne, da konnten wir nicht mal zwei Armeen richtig fuelen. Hier haben wir zwei richtig starke Armeen gerade am Fuel mit ein bisschen Minus. Ja, pff. Escaven machen wir das wieder weg durch Raiden und so weiter. So. Dann machen wir das hier als Battle. Wir bekommen wieder ganz viel Food.
Und wir können sogar die Provinz hier securen. Und an den Beastman traden für einen Friedenspakt. Nee, nicht Friedenspakt. Wir sind ja schon im Frieden mit denen. Ich meine, ein militärisches Bündnis. Oh, die Armen. Die Armen. Okay. Und Phil kann halt 5 Rats. Ja, okay. Kosten halt auch ein bisschen Mana, aber schaut euch das an. For the moment, halt. Dann dodgen die das noch. How dare you? Die dodgen sogar relativ gut. Okay. Er wird immer einen Karsten unterbrochen. Du Arsch. Ja, du gehst. Nein. Du rennst, du gehst drauf. War wieder frei? Und wieder einigermaßen frei. Clan Rats und der Assassin kümmern sich darum. Good shots, all around. Wir werden halt outranged, das ist ein Problem. Wenn ihr denn. Bitte? Ja auch. Vermintide. Yes. Kill them all. Mm.
Wir nutzen den billigeren Scaven auch gerne als Meat Shield. Haben wir hier gerade auch gemacht, damit wir die Warp Flamethrowers da rein platziert haben. Was totale Absicht war. Our tail is yours. A bloody helmet. Enden wir das Battle und nehmen direkt das Settlement ein. Was also nicht das. Naja, okay. Dass angegriffen wird, wusste ich, aber ich hatte nicht gedacht, dass deren Lord es so oft schafft, den Spell zu canceln, mit, dass der umgenockt wird. Wahrscheinlich, weil ich die meiste Zeit irgendwelche Magier spiele, die nicht so leicht abgehalten werden zu casten. Hat mich das gerade wieder rausgemacht, aber ja, das passiert. Wie heißt du? Bibi Bali. Bibi Bali. Okay. Ich glaube, wir kriegen sowieso Military Access durch durch Military Alliance. Oh, irgendwas, was dazwischen gerade. Das kann ein bisschen Knäppchen werden. Mit den Attrition, dass wir hier gerade wegen dem Chaos suffern. Ja, ja. Jetzt sagen wir da mal einen Outpost. Das for fun. So, hier habe ich auch eine Idee, was wir machen. Wie heißt das, was wir hier eingenommen haben? Bordello. Bordello. Was hast du hier? Nicht Military Offer? Propose Offer. Okay, und wir haben Military Access dadurch, glaube ich. Okay. Ticket klar, geh wieder zurück. Nett. Hier läuft alles gut. Hier läuft alles okay. Chaos Corruption machen wir gerade ein bisschen Stress hier. Hat alles gut. Okay, die stellen hier eine neue Armee auf.
die uns nervt, aber die werden wir dann mit Eagle Claw besiegen. Und da wird auch gerade eine Zwergearmee aufgestellt, wie ich sehe. Und wir müssen den Wald wahrscheinlich zerbrennen. Hi. Ja, kein Problem. Wir müssen sowieso noch ein paar Settlements zerstören. Ist hier eine Armee? Was? Your Lord reports interesting news. A subsection of Clan Skyria has experimented with boots that could potentially make the wearer fly. However, a major setback and frustrating research project perhaps here. Yes! Rocket boots, yes, yes! Kriegen einfach Rocket boots. Guck mal, wir regenerieren sogar sehr viel, obwohl wir im Force Match sind hier. Oh man, was. Hier, weil kämpfen sich die Heroes oder so? Ne, hier ist eine Armee. Okay. Kann ich eigentlich mit euch? Peace out. Ich habe ja einen Non-Aggression Tag. Look, port, then starboard. All you see is mine. Now you are informed. 8000 für. Da können sie uns leisten, wir haben 13.000. Upgraden wir hier doch lieber was mit unserem Geld. Statt hier was zu unterzeichnen. Okay, aber ich beende die heutige Folge hier. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und ein Kommentar da. Und jetzt beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.